Willkommen heute Spaßabteilung Deutsche Autobahn. Wir nehmen heraus den Jeep Adventure Summit mit 50,8 Kilowattstunden Nettoentnahme. Brutto wären wir bei 54 Kilowattstunden. Wir fahren maximal 150 km/h. Da ist das Fahrzeug hier abgeregelt auf der deutschen Autobahn. Und wir haben etwas mehr Leistung jetzt hier, 115 kW. Ich hatte ja früher den 2008er und den 208er von Peugeot. Und der hat etwas kleineren Akku gehabt, nutzbar ca. 46. Hier haben wir etwas draufgepackt und hat auch etwas mehr Leistung dazugegeben. Das steht im Auto auf jeden Fall sehr gut. Jetzt geht es aber darum, wir wollen heute mal maximal auf der deutschen Autobahn fahren. Wie weit kommt denn so ein Fahrzeug überhaupt, wenn man das mal richtig stark beansprucht? Und mit 115 kW hat man da ordentlich Leistung, was uns hier der Jeep zur Verfügung stellt. Und Jeep kennt man ja eigentlich immer ja sehr viel für Geländewagen und so. Und das ist jetzt eher so ein City-Fahrzeug hier, etwas höher gebockt. Man kann leichtes Gelände durchaus fahren, aber wir wollen heute mal auf der deutschen Autobahn das Fahrzeug mit über 150 km/h. Wir fahren mit 100% los. Geplant war eigentlich, dass ich in Berg losfahre. Das habe ich auch gemacht. Bin dann Richtung Nürnberg gefahren und da ging es dann schon los. Auf die A9 waren 60. Da war Umleitung irgendwie bei Würzburg, die war gesperrt. Und dann hat man den ganzen Lkw-Verkehr auf die A9 drüber geleitet. Das Problem war, dann danach war alles 100 km/h und das könnt ihr natürlich für einen Vollstrom vergessen, weil macht ja keinen Sinn. Ich kann 150 fahren und bin dann komplett bis Lauf auf 100 km/h runter reduziert. Also das ganze Kommando wieder zurück, nochmal laden in Berg und dann habe ich die Alternativstrecke genommen. Die fahre ich auch öfters von der A3 Richtung Nürnberg, dann auf die A9 Richtung Greding und dann wieder zurück. Das habe ich auch gemacht. Da war dann auch nur ein, zwei Baustellen drin, konnte dann eine hohe Geschwindigkeit fahren, was auch sehr, sehr wichtig ist, um hier auch ein bisschen zu vergleichen. Ich werde euch am Schluss dann auch noch mal eine Tabelle einblenden. Die können wir natürlich nicht direkt vergleichen, weil ein bisschen unterschiedliche Wetterbedingungen. Wir hatten gestern ganz tolles Wetter. Es war relativ mild und wenig Wind. Also ein ordentliches Ergebnis kommt raus. Als nächstes kommt dann auch noch die Autobahnverbrauchsfahrt. Hier gehen wir mit einem Schnitt von 110 rein, das eher alltagstauglich ist. Aber Spaßabteilung heute, Vollstrom, macht natürlich Spaß, wird euch sicherlich auch gefallen. Ich werde euch die komplette Fahrt zeigen. Also seid da gespannt. Ja, ich denke, soweit habe ich alles gesagt. Ihr könnt mir unten mal in die Beschreibung reinschreiben, wie euch das Auto gefällt. Ich meine, es ist jetzt hier in Gelb. Ich werde dann auch noch mal ganz kurz um das Auto rumlaufen. Und schaut euch das mal an und ihr wisst ja, es wird gut. Vollstrom Deutsche Autobahn hier mit dem Jeep Adventure mit dem 54 Kilowattstunden Akku. Automobile Ochsenkühn in Neumarkt. Das ist fast ein Heimspiel. Das sind 500, 600 Meter von meiner Startladesäule, wo ich immer meine Tests absolviere. Wenn ihr da mal in der Nähe seid, in Neumarkt, schaut da mal vorbei und da könnt ihr auch den Adventure hier Probe fahren. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und jetzt gehen wir rein in die Fahrt. Wir sind mit 100% gestartet, selbstverständlich, und werden sehen, wie weit er bei Vollstrom jetzt hier, das Fahrzeug wurde ja gedrosselt auf 152, gehen wir davon aus, dass der eigentlich viel schneller könnte, aber der Hersteller sagt natürlich, naja, wenn wir die Geschwindigkeit weiter erhöhen würden, wären die Reichweiten halt noch niedriger, deswegen machen wir die 152 und der Andreas fährt es natürlich maximal aus und zeigt euch, wie weit das Fahrzeug jetzt hier kommt. Und wir haben jetzt Schätzwert von 336 Kilometer, sind vorher die Autobahnverbrauchsfahrt gefahren, die bringen wir euch die nächsten Tage auch noch, Federungskomfort kommt sowieso noch und das Ladevideo könnt ihr euch auch noch anschauen, werde ich euch oben rechts auch noch mal verlinken. 27 Kilometer sind wir bereits unterwegs und wir haben jetzt hier einen Durchschnitt von 27,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Am Schluss zeigen wir euch wieder eine Tabelle, wo das Fahrzeug zumindest einzuordnen ist. Man kann es nicht direkt vergleichen, ganz klar, man müsste immer zeitgleich fahren, aber so einen gewissen Orientierungspunkt habt ihr, ist das Fahrzeug eher ein verbrauchsarmes Fahrzeug oder nimmt sich es gerade bei Vollstrom, also hoher Luftwiderstand und hohe Geschwindigkeit, ist er da jemand, der sehr viel Energie aus dem Akku aussagt. Das sehen wir dann am Schluss,
wenn wir ankommen. Durchschnittsgeschwindigkeit 127. Ich gehe mal davon aus, es gibt einfach die Geschwindigkeit vor, dass wir da um die 130 irgendwie reinkommen können. Mal schauen, ob ich das am Schluss schaffe. Hier die Münchner Autobahn ist doch immer relativ frei. Es war Samstag auf Sonntag, der Verkehr eher weniger. Ein, zwei Baustellen hat man trotzdem noch in München, aber unterm Strich kann man ganz gut fahren hier. Ja, das Fahrzeug hat bereits 820 Kilometer absolviert. Ihr habt dann links auch noch so eine Anzeige, wie die Stromentnahme ist, wie viel Energie der Motor aufwenden muss. Und wir gehen natürlich hier schon in den oberen Bereich, also wir sind kaum noch im Eco-Bereich, das seht ihr. Und wenn wir dann rekuperieren, geht dann in den Charge-Bereich, dann kriegt er die Energie wieder zurück in den Akku. Das ist halt der Vorteil beim Elektrofahrzeug, dass wir hier die Bremsenergie nicht, wie jetzt beim Verbrenner, in Wärme umwandeln, sondern die geht dann direkt in den Akku wieder zurück. Ist halt etwas effizienter. Wir fahren natürlich mit Spurhalteassistent. Abstand zum Vordermann habe ich eng gewählt. Gibt es also drei Stufen. Das seht ihr oben jetzt in der Mitte des Bildes. Das Lenkrad muss grün sein und dann ist auch der Spurhalteassistent aktiv. Wir wenden jetzt hier in Greding, fahren wieder zurück Richtung Ladesäule und haben einen Akkustand von 65%. Ich dachte, dass ich da eigentlich weiter runterkomme, aber durch die Baustellen hat man natürlich 2-3%. Dementsprechend ist man etwas langsamer. Dann musste ich dann noch mehrfach kreuzen an der Ladesäule, wenn wir ankommen, und dass wir halt ziemlich weit runterfahren wieder. Schilderkennung klappt wunderbar. Das zeigt jetzt hier zum Beispiel 100 km/h und ich fahre dann meistens um 8 oder 10 km/h schneller. Das kann ich verantworten. Und ja, 152 ist dann die Maximalgeschwindigkeit. Wir haben dann optisch auch nochmal rechts natürlich jetzt hier in der Sporttaste bin ich drin. Er hat dann noch Sandmode, Schneemode, und also das ist halt Jeep-typisch, das ist leichtes Gelände, kann man durchaus mit dem Fahrzeug fahren und das ist halt angelehnt. Ich persönlich bin es jetzt nicht gefahren. Ich bin hauptsächlich auf der Straße, habe das Fahrzeug jetzt 2 Tage getestet hier und bin jetzt hier in der Sporttaste unterwegs. Bei der Autobahnverbrauchsfahrt standardisiert, die Strecke nach Regensburg, da sind wir im Normalmodus gefahren und hier jetzt im Sportmodus, da möchte ich natürlich maximale Performance haben. Ja, mittlerweile 100 Kilometer gefahren, der Durchschnitt erfreulich, 27,7 Kilowattstunde stabilisiert sich jetzt ein bisschen und wir bewegen weiterhin jetzt hier 130 km/h. Hier haben wir jetzt wieder eine Baustelle. Lichtautomatik hatte ich jetzt nicht an. Ich glaube, ich habe sie dann am Schluss mal getestet. Das Licht ist hervorragend, also das gefällt mir richtig gut. Schön hell. Und mit der Lichtautomatik, die klappt auch ganz gut. Ich hatte es bei einigen Fahrzeugen, hatte ich das schlechter, da wenn ich auf der Autobahn war und der Gegenverkehr wurde kaum erkannt. Hier, der Jeep macht es gut, er erkennt den Gegenverkehr und nimmt dann auch das Fernlicht raus, und Lichtautomatik, das klappt echt gut. 40% Akkustand und es geht weiter mit maximaler Geschwindigkeit. Macht natürlich Spaß mit dem Fahrzeug. Die Sicht nach hinten ist sehr gut, also ein großes Fenster nach hinten raus. Also gerade zum Einparken finde ich es echt übersichtlich, wenn man mal ins Parkhaus fahren muss, irgendwie rückwärts fahren muss. Also da ist er schon sehr stark. 153 habe ich jetzt eingestellt, Tempomat klappt auch, Einzelschritte, richtig gut. Und ich lasse mich dann auch immer treiben. Ich werde im Einzelnen nochmal spezifisch dann auf der Autobahnverbrauchsfahrt eingehen, wie der Tempomat denn ist. Aber hier seht ihr ja selber, es hat wunderbar funktioniert. Feinheiten gehen wir dann später nochmal durch. So, 28%. Ich moderiere es runter. Die komplette Fahrzeit hier dabei. Der Verkehr wird jetzt weniger. Es ist, glaube ich, 1 Uhr nachts jetzt, Sonntag früh. Und das ist eigentlich eine optimale Zeit. Wetterbedingungen hat man, glaube ich, 15, 16, 17 Grad. Machen wir dann am Schluss auch nochmal die Tabelle. Wir werden euch auch, wie ihr es gewohnt seid, die letzten Prozente dann, also von, ich glaube, 5, 6 oder 7% am Anfang, wo wir das Auto angesteckt haben, möchte ich dann auch immer sehen, hat er irgendwelche Wärmeprobleme. Kann ja sein, wenn man jetzt das Fahrzeug hier maximal bewegt, mit der maximalen Geschwindigkeit, dass er vielleicht die Ladeleistung am Anfang etwas reduziert, weil er sagt, naja, ich möchte den Akku schonen, durch das starke Erwärmen jetzt beim Fahren, dass er das etwas reduziert. Das schauen wir uns natürlich auch noch und das zeige ich euch dann. Und dass ihr da gut informiert seid, falls ihr mal wirklich schnell fahren möchtet. Und 152 km/h finde ich ganz ordentlich. Ich persönlich möchte natürlich immer die Fahrzeuge offen haben. Ich sage das ganz klar, solange wir noch schnell fahren dürfen, bin ich dann eher jemand, der auch etwas schneller fährt. Wenn die Straßengegebenheiten
da sind. Es wird wieder sicherlich einige kritische Worte geben im Video und sagen, ja, warum fährst du so schnell? Wie gesagt, nachts, ich gefähr da keinen und es macht halt auch Spaß. Ne? Also wer langsam fahren will, ich mache auch Hypermiling, will ich dazu sagen, ich fahre auch extrem langsam mit 80 km/h. Also es macht auch ultra viel Spaß, aber schnell fahren macht auch Spaß. Also ich bringe einfach alles, weil es einfach, mir muss es Spaß machen auf dem Kanal und ich hoffe, euch gefällt es auch. So, 171 Kilometer. Schon ganz ordentlich, 54 Kilowattstunden brutto, netto sind wir, und oh, wir sind schon angekommen. Beginnen mit Endergebnis jeweils an der Ladesäule, wir stecken das Fahrzeug an und schauen, ob das Fahrzeug uns irgendwie die Ladegeschwindigkeit reduziert. Oben links fangen wir an mit 6%, 372 Volt, 282 Ampere, 105 kW, bei 7% ähnliche Werte, 8% genauso. Bei 9% haben wir sogar etwas mehr Ladeleistung, also Fazit, das Fahrzeug wird nicht reduziert bei maximaler Geschwindigkeit, hervorragend. Gehen wir rein ins Ergebnis, wie weit kommt das Fahrzeug, Verbrauch und wann sind wir angekommen, bitteschön. Wir sind angekommen mit 3%, haben geschafft 174 Kilometer Akku von 100% auf 3% Vollstrom. Deutsche Autobahn, Verbrauch 28,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist wenig, also da überrascht er mich, also scheint wohl verbrauchsarm zu sein. Ich werde das Ganze noch ein bisschen festigen, natürlich in der Autobahnverbrauchsfahrt. Hier haben wir einen Durchschnitt von 110 dann nur, das ist eher das Typische. Und da werden wir mal sehen, wie er sich schlägt. Kann ich es auch besser vergleichen, weil ich viel, viel mehr Fahrzeuge auf der Strecke schon habe. Wenn euch das interessiert, abonniert den Kanal und schaut die nächsten Tage rein. Ich werde es veröffentlichen. Und wir haben 128 Kilometer in der Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist okay. Ich wollte so um die 130 reinkommen. Das passt. Schildkröte war am Start. Er hat mir am Schluss dann auch die Geschwindigkeit reduziert. Ich konnte dann nicht mehr die 152 fahren. Es ging dann teilweise runter bis auf 130. Das Fahrzeug reduziert euch dann, wenn ihr in der Schildkröte seid, habt ihr einfach nicht mehr die Gasannahme und er reduziert euch die Geschwindigkeit. Ich bin dann auch mal mit der Lichtautomatik am Schluss gefahren. Und jetzt seid ihr sicherlich mal gespannt, wo das Fahrzeug zumindest einmal in der Tabelle steht. Vergleichen werden wir jetzt uns mal anschauen, ob das überhaupt möglich ist. Und hier die Tabelle, bitteschön. Vollstrom Autobahn Deutschland, Andreas von mir gefahren, der Jeep Adventure Summit, schaffte eine Reichweite von 174 Kilometer. Der Durchschnittsverbrauch Kilowattstunden auf 100 Kilometer lag bei erfreulichen 28,2 Kilowattstunden. Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 128 km/h. Der Reifendruck, bleiben wir uns treu, habe ich nochmal nachgeschaut, ein bisschen erhöhen müssen. Und 3,0 bar, Wetter war trocken, Fahrzeit 1 Stunde 22 und die Durchschnittstemperatur lag 16 Grad, es ist sehr mild. Es war ja immerhin Samstag auf Sonntagnacht, also ein super Wetter, kaum Wind, tolle Bedingungen und im Monat Juni waren wir unterwegs. Das Ganze jetzt hier auf Sommerreifen und Ladeleistung nach Fahrt runter geregelt, ja oder nein, das schauen wir uns immer gerne an, weil wir hier halt doch in den Maximalbereich reingehen. Macht der Hersteller in dem Fall Jeep da irgendwas anstalten, dass sie euch das Fahrzeug reduzieren würden? Nein, klares Nein. Ankunft, Prozent und Reichweite, in dem Fall die Reichweite hat er mir jetzt nicht mehr angezeigt, sondern nur noch die Prozente, die lagen bei 3%. Was ergänzend jetzt neu dazu kam, das wurde von euch oft angeregt, die Nettokapazität liegen wir ja statt 54, die angegeben bei 50,8. Das ist auch der Wert, den ihr dann auch effektiv nutzen könnt. Hängt auch ein bisschen natürlich davon ab, wenn ihr sehr schnell fahren würdet, das Fahrzeug, das haben wir jetzt gemacht, kriegt ihr nicht ganz die 50,8 raus, beziehungsweise auch wenn es richtig kalt ist, also es liegt ein bisschen an der Zellchemie, wäre jetzt zu technisch, wenn wir das drauf eingehen würden, aber da könnt ihr schon ein bisschen orientieren, also die 50,8 haben wir nicht ganz rausbekommen, weil wir halt sehr schnell gefahren sind. Maximale Geschwindigkeit laut Tacho haben wir 152 km/h. So, jetzt schauen wir mal, können wir das in irgendeiner Weise vergleichen? Nee, können wir nicht. Wir haben also, wenn wir die Akkugrößen uns anschauen, wir haben hier den GM, also den Ora Funky Cat, ja, der hat 37,7, der war vom Verbrauch viel höher. Er hat auch vorne hat er Klappen, das heißt am Kühler macht er durchaus die Aerodynamik etwas besser. Es sind zwar ganz feine Klappen, aber er würde das schließen, wenn der Kühler durchaus zu kalt werden würde oder er braucht einfach die Luft nicht, dann würde er die Klappen schließen. Also das ist positiv, von der Aerodynamik etwas verbessert. Also die Werte sind ganz gut, also der Verbrauch spielt schon in einem Bereich, wo ich sage, ich kann dem gut geben, wo der Aufbau relativ hoch ist. Wir werden das nochmal ein bisschen konkreter machen, habe ich vorhin ja gesagt, im Autobahnverbrauchsvideo, das kommt die nächsten Tage und dann bin ich soweit durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Schaut raus, die Sonne scheint und Photovoltaik kommt der Strom ins Haus rein. Ich bin glücklich. Macht's gut, ciao.